Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend wieder über Skype verbunden mit meinen fantastischen Brüdern in Deutschland, Viktor und Michael, die mich beide unterstützen bei der Lesung dieses zweiten Bandes von Karl Theodor Griesinger über die geheime und öffentliche Wirkung des Ordens von der Gründung bis 1866, den zweiten Band. Das hätte ich mir eigentlich auch schon mal aufmachen können. Ich vergesse immer irgendwas. So ist das, wenn man älter wird, meine Lieben. Man vergisst immer irgendwas. Nee, nicht Geschichte der Inquisition. Griesinger-Lesung, das hier. Also auf jeden Fall, das wusste ich nur noch, es ist heute der 22. Titel. Der 22. Teil, welchen Titel wir daran geben, das werden wir dann noch sehen. Der Aufstieg des Marquis de Pombal war die vom 21. Und dann begrüße ich erstmal recht herzlich Viktor, der in Hamburg schon erwartungsvoll am Mikrofon sitzt, um dieser Lesung jetzt teilhaben zu können. Hallo Viktor, herzlich willkommen. Hallo Jörg und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Bei der kommenden Stunde der Wahrheit, der wir uns ja verpflichtet fühlen aus Liebe zur Wahrheit. Und ja, ich bin gespannt, was uns erwartet und ergebe das Wort dann weiter an Bruder Michael. Hallo Viktor, hallo Jörg und hallo liebe Zuhörer und vor allen Dingen diejenigen, die nicht nur zuhören, sondern auch die netten Kommentare schreiben. Die grüßen wir natürlich auch ganz besonders heute Abend bei dem entsprechenden fiesen Wetter draußen wieder nach Paraguay. Das hat der Jörg ziemlich gut eingerichtet, dass wir gerade im Winter etwas die wärmeren Länder bearbeiten. Und ich gebe jetzt auch direkt das Wort weiter, damit es eben nicht unbedingt jetzt wieder so lange Verzögerungen gibt, sondern dass wir direkt uns nach Paraguay aufmachen. Ja, ich dachte, dass wir in Portugal waren und da fahren wir dann auch fort über den Marquis de Pombal, der da jetzt, ja, ist auch da wärmer und schöner als hier natürlich. Der Marquis de Pombal, der da, wie ich ja letztes Mal gesagt hatte, wohl eine bestimmte Rolle spielt in dem Theater der Jesuiten, das es da gibt. Ob ich mit der Behauptung recht habe oder nicht, das sagt euch gleich das Licht. Nein. Das wird man erfahren im Laufe dieser Sendung. Ich persönlich habe schon ein wenig weiter gelesen, habe auch noch andere Dinge über den Marquis de Pombal gelesen und ich bin davon überzeugt, dass ich mit meiner Meinung nicht verkehrt liege, weil wenn er es nicht wissentlich gemacht hat, den Jesuiten in die Arme gespielt für ihre Pläne, dann hat er es unwissentlich getan. Ja? Weil in der Politik passiert nichts, ohne dass es nicht geplant wäre. Da kann man von ausgehen. Nun, wir hatten hier diesen Teil auf Seite 261 schon mal gelesen, aber trotzdem fange ich nochmal hier bei Mann an zu lesen, dass wir ein wenig wieder reinkommen. Und wir werden weiter lesen, was der Marquis de Pombal denn nun eigentlich so alles angestellt hat. Man sieht, der Papst spielte ein doppeltes Spiel und wollte jedenfalls die Söhne Loyolas so viel als möglich schonen. Diese dagegen erhoben, sobald Saldana das Breve in Portugal, bekannt machte, ein furchtbares Geschrei, erklärten dasselbe für erschlichen und ungültig, bewarfen sowohl den Papst selbst als seinen Bevollmächtigten, den Kardinal, mit dem Kot der Verleumdung und schadeten sich so durch ihre blinde Wut weit mehr als durch ihre sämtlichen sonstigen heimlichen Sünden. Der Kardinal Saldanha nämlich konnte jetzt nicht mehr umhin, eine wirkliche und tatsächliche Untersuchung anzustellen. Und da er, wie er sich selbst ausdrückte, mit völliger Gewissheit fand, dass die Jesuiten ihre Kollegien, Noviziate und Residenzen in Warenmagazine, Comptoire und Wechselstuben verwandelt hatten, so unterzeichnete er am 15. Mai ein Dekret, kraft dessen er denselben alle Handelsschaft bei Strafe des großen Kirchenbannes verbot. Überdem ließ er auf Verlangen Pombals ihre Rechnungsbücher unter Siegel legen, nahm ihnen ihre Magazine weg und konfiskierte, also beschlagnahmte, ihre sämtlichen Waren zugunsten des königlichen Fiskus. Schließlich setzte er sich mit dem Patriarchen von Lissabon, dem Erzbischof Josef Manuel Atalara, ins Einverständnis, und das Ergebnis ihrer Beratungen war, dass der Patriarch durch ein Dekret vom 7. Juni 1758 den Jesuiten aus wohlerwogenen Gründen, die er aber nicht öffentlich nennen wollte, nicht nur das Beichthören und Predigten im ganzen Umfang der portugiesischen Staaten verbot, sondern dass er auch ihre Kollegien schloss und ihnen den Unterricht der Jugend gänzlich abnahm. Also, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, die Einleitung von Michael, die er gerade meinte, über Paraguay, da ist das natürlich alles gerade entstanden, worüber wir hier sprechen. Das kommt über diesen
Zwist zwischen Spanien und Portugal, wo der Papst die Welt mehr oder weniger zwischen den beiden Königreichen aufgeteilt hat, vor allen Dingen halt die Welt in Südamerika. Die Jesuiten sahen ihre Fälle davonschwimmen in Paraguay, wenn das so passieren würde, haben ihre Intrigen spielen lassen und haben Zwietracht gesät zwischen Spanien und Portugal und kriegen jetzt von der Regierung Portugals, von einem König, der ihnen nicht so furchtbar gut gesinnt ist, und dem neuen Premierminister, dem Marquis de Pombal, ganz fürchterlich auf den Sack. Ja, da geht es im Grunde drum. Und ich habe mir inzwischen auch ein Papier, ein Bild rausgesucht von dem Marquis de Pombal, dessen voller Name laut Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquis de Pombal, den wir hier auf dieser Zeichnung sitzen sehen. Ja? Aber fahren wir jetzt mal eben fort. Abermals, sagt der Autor, hatte also Pombal den Sieg davon getragen und abermals war er dem großen Ziele, Befreiung Portugals von dem Druck der Sozietät Jesu, um einen Schritt näher gerückt. Aber noch gab's vieles zu überwinden. Und noch ließen die Söhne Loyolas den Mut nicht ganz sinken, denn es trat jetzt ein Ereignis ein, das ihnen, wenn geschickt benutzt, zum großen Vorteile gereichen musste. Am 3. Mai 1758 nämlich starb Antichrist Papst Benedikt der 14. Und wenn es gelang, einen der Sozietät günstigen Kirchenfürsten auf den erledigten Papstthron zu setzen, so musste sich das Blättlein zugunsten dieser Sozietät wenden. Die Söhne Loyolas sparten also keine Anstrengungen. Sie sparten selbst kein Geld, das sie doch sonst so gar sehr liebten. Und richtig gelang es ihnen, den größten Teil der Kardinäle dahin zu bestimmen, dass Clemens der 13. aus der Wahlurne hervorging. Antichrist Papst Clemens der 13. Er war ein schwacher, ein leichtgläubiger, ein andächtelnder Mann, ohne viel Wissen und Geist, der auf einem solch hohen Posten, besonders in einer so schwierigen Zeit, gar nicht passte. Allein, er war ein innig ergebener Freund der Jesuiten und deswegen wurde er gewählt. Die Letzteren versprachen sich nun unter seiner Herrschaft den Beginn eines neuen goldenen Zeitalters. Und es schien auch wirklich so zu kommen, denn eine der ersten Regierungshandlungen des neuen Papstes war die Ernennung eines Vetters vom damaligen Jesuitengeneral Lorenzo Ricci, des Kardinals Torrigiani, zum Staatssekretär oder ersten Minister im Vatikan. Gleich darauf, am 31. Juli, übergab der General Ricci dem Heiligen Stuhl eine lange Verteidigungsschrift seines Ordens, welche keinen anderen Zweck hatte, als den Papst zu vermögen, dass er die Anordnungen seines Vorgängers Benedikt widerrufe, und dieser, darauf eingehend, setzte eine Kommission von Kardinälen nieder, um den ganzen jesuitisch-portugiesischen Prozess einer nochmaligen genauen Prüfung zu unterwerfen. Die Kommission widerriet jedoch den verlangten Widerruf, weil gegen die Untrüglichkeit der Päpste streitend, ja, also wenn der eine Papst hier dem anderen widerspricht, dann ist er ja nicht unfehlbar, wie im Vatikanischen Konzil von 1870 ja auch dogmatisch festgelegt wurde, und somit ward Ricci abschlägig beschieden. Nun ließ der General seine Verteidigungsschrift drucken und verbreitete sie in aller Welt, weil er glaubte, darin alle Angriffe, die gegen den Orden in Portugal erhoben worden waren, triumphierend widerlegt zu haben. Wie diese Geschichte ausgeht, lesen wir gleich. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in ein wunderbares, neues, noch nie dem deutschen Volk zur Verfügung gestanden habendes Buch, nämlich das Buch Rulers of Evil von Frederick Tapersaucy, das ins Deutsche übersetzt wurde durch Bruder Stefan, den ich kennengelernt habe während meiner Lesung in Romanismus und die Reformation. Der, wie ihr seht, 325 Seiten, das ganze Buch Herrscher des Bösen übersetzt hat. Die Ausführung, die ich hier im Augenblick habe, ist noch nicht die letzte. Es gibt noch eine verbesserte Version und bis zum Ende des Jahres wird das wohl so weit fortgeschritten sein, dass wir diese Version dieses Buches auch komplett veröffentlichen können im Internet. Da gehe ich von aus. Ansonsten mache ich das mit der Version, die er mir heute zugeschickt hat. Er meinte heute, dass ich die letzte Version jetzt habe, die noch mit Bildern ein wenig mehr aufgefrischt wurde. Und warum gehen wir jetzt in dieses Buch zurück? Na, so wie ihr euch erinnern könnt, habe ich ja letztes Mal gesagt, dass diese ganze Anti-Jesuiten-Politik von dem Pombal eine Politik ist, die dem
General Lorenzo Ricci, der 1758 das Generalat übernommen hat, in seine Pläne und in seine Hände spielt. Und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, ob jetzt der Pombal das wissentlich getan hat oder unwissentlich getan hat. Man kann ja nun nicht bestreiten, der Griesinger hat es selbst in seinem Buch gesagt, als der Pombal nach Österreich ging, wurde er von den Jesuiten gefördert. Also war er ein Freund der Jesuiten. Und dann kam er nach Portugal und hat sich auf einmal gegen sie gekehrt. Und es sind die Jesuiten, die das Dogma vertreten, dass sie jede Position sich selbst erschaffen. Wenn sie keine Opposition haben oder wenn es in einem Land keine Opposition gibt, dann wird diese Opposition von ihnen selber geschaffen. Weil nur durch Opposition gibt es Meinungsverschiedenheiten an erster Stelle und gibt es Krieg an zweiter Stelle. Und Krieg ist das, wovon A, die römisch-katholische Kirche lebt, wovon sie sich ernährt, von dem Blut der Heiligen und der Märtyrer Jesu Christi unter anderem. Und Krieg ist das, was die römisch-katholische Kirche ihre Agenda lässt nach vorne schreiten, dass der Zeiger immer mehr auf die Erfüllung der Stunde kommt. Und was ist die Erfüllung der Stunde? Die Erfüllung der Stunde ist die neue Weltordnung, die Satan bereits seit dem Garten von Eden im Plane hat. Es dauert aber eine Zeit, bis er sie verwirklichen kann. Und er kommt immer näher. Und wie nah er dem damals war und wie nah er dem heute ist, dafür mache ich diese ganzen Lesungen, wo mich meine beiden Brüder und andere auch wunderbar darin und unterstützen, um euch das aufzuzeigen, was für ein abgekatertes, aber schon lange vorher geplantes Spiel das ist. Ein Spiel, in dem die Menschen, die auf dieser Welt leben, als nichts weiter als Spielfiguren gebraucht werden. Und das Einzige, was man dann machen kann, eigentlich als, ich sage mir jetzt, unschuldiger Bauer, der von einem Feld zum nächsten geschoben wird, ist, man kann sich an Jesus Christus wenden und kann sein Leben in seine Hände geben. Und dann spielt es keine Rolle mehr, was sie mit unserem Körper hier auf dieser Erde machen. Unser Geist ist gerettet durch den Herrn. Ganz, ganz wichtig. Da wollte ich noch mal kurz drauf ein. So, jetzt gehe ich auf das Buch Herrscher des Bösen ein. Ich habe mir da ein paar Seiten rausgesucht, die ich gerne vorlesen möchte, weil die mittelbar und unmittelbar mit dem Thema zu tun haben, mit dem wir uns hier beschäftigen. Bevor ich jetzt aber in den kleinen Übergang mache in das Buch Herrscher des Bösen, eine kurze Frage an meine beiden Mitarbeiter hier, so nenne ich sie mal, Viktor und Michael, ob sie bis hierzu eine Bemerkung oder eine Frage zu dem Gesagten oder Gelesenen bis jetzt haben. Von meiner Seite aus nicht. Also ich fand es ganz nochmal interessant, der letzte Absatz um diesen vermeintlichen Sieg, dieser, wie nennt sich der Herr noch, Pombal, sozusagen nicht wie es eigentlich ja, im Sinne der Bibel, im Sinne der Heiligen Schrift wäre, dass man seine Mitmenschen aufklärt und auch darauf aufmerksam macht, fest im Glauben zu bleiben und sich nicht von den listigen Kunstgriffen des Teufels verführen zu lassen. Also sprich, man hat natürlich in dem Augenblick sehr problemorientiert gehandelt. Also man hat da gesehen, die Jesuiten, die sorgen für ihr, ja, oder wie der Titel, der es so schön ausdrückt von dem Werk, das wir lesen, die verborgene und offene Wirksamkeit. Und wenn das natürlich man durchschaut wird und man die dann aus dem Land, sage ich mal, dann rausschmeißt, ist damit leider nicht in dem Augenblick so viel getan den Mitmenschen oder dem eigenen Volk, weil man muss den Menschen nämlich klar machen, dass es wichtig ist, die Heilige Schrift ja zu lesen und auch zu wahren und auch zu leben. Und dass es dann unabhängig ist, inwieweit der Teufel versucht, mithilfe der Jesuiten oder in welchen Steigbügelhaltern auch immer, sage ich mal, das Wesentliche halt einfach bewahren und nicht zu sehr in dieses Weltliche abschweifen und dort nach Lösungen zu suchen. Das nur ganz kurz von meiner Seite dazu. Ja, danke, Viktor. Da kann ich dir nur zustimmen zu dem, was du gesagt hast.
Dann werden wir jetzt in das Buch gehen, Herrscher des Bösen, auf Seite 118 in dem PDF oder 95 in seiner Buchversion, wie hier unten steht. Und dann werden wir hier lesen, wo es um die Gesellschaft Jesu geht. Nämlich, wir fangen hier mitten in dem Paragraphen, in dem Absatz an, weil wir kommen hier von einem Konstellation, da wird er wohl auch noch einen Fehler berücksichtigen müssen, das markiere ich hier mal eben. Hier geht es eigentlich um die Vorbereitung des Unabhängigkeitskriegs in den Vereinigten Staaten und wir wenden uns jetzt einem anderen Thema zu, wo hier Tapasorsi schreibt, wenn die Gesellschaft Jesu selbst aus dem Weg wäre, würde der römische Katholizismus wehrlos am Boden liegen. Für einen Protestanten wäre die Kirche kein starker Anwärter auf politische Macht mehr. Sun Tzu, ja, der ja so gesagt das Buch geschrieben haben soll, Die Kunst des Krieges, das von dem Jesuiten Amiot 1772 veröffentlicht wurde, in einer Veröffentlichung, wovon ich ja bereits in der Vergangenheit gesagt habe und auch in der Zukunft weiterhin behaupten werde, diesen Sun Tzu hat es nie gegeben. Das ist ein reines Buch der Jesuiten unter der Zustimmung von General Lorenzo Ricci geschrieben und veröffentlicht. Dieser Sun Tzu jedenfalls riet zu einer List, die in der Sprache der modernen Geheimdienstprofis als Blown Cover as Cover oder eben eine zerstörte Deckung als Deckung bekannt ist. Zitat von Sun Tzu. Es wird Zeiten geben, in denen du dich herabsetzen wirst und andere, in denen du vorgibst, Angst zu haben. Manchmal wirst du Schwäche vortäuschen, so dass deine Feinde, die die Tür zur Vermutung und Stolz öffnen, herankommen, um dich in deiner vermeintlichen Schwäche unklug anzugreifen. Verbreite falsche Informationen über deinen Zustand. Der Feind, der die Desinformation glaubt, wird seinen Generälen und allen Offizieren, die ihm zu Diensten stehen, sofort befehlen, zu handeln. Ich mache eben mal das Bild hier anders, dass wir sehen, dass wir nicht mit dem Buch beschäftigt sind. Ich habe jetzt von Rulers of Evil hier das Bild nicht, aber das ist dann für ein anderes Mal. Da lese ich ja vielleicht auch noch ein oder andere Kapitel drin. Ja, fährt der Autor fort, plötzliches Unglück würde über die Gesellschaft Jesu hereinbrechen. Schwäche und Verfolgung würden sich in ein neues, großartiges Kapitel ergießen, in dem Aufbau von freundschaftlichen Beziehungen zu anderen, schwachen und verfolgten Menschengruppen, wie zum Beispiel den britischen Kolonisten, möglich wäre. Ohne seine Strategie zu präzisieren, denn Sun Tzu sagt, Zitat, du wirst so handeln, dass diejenigen, die dir unterlegen sind, deine Absichten niemals erraten können, Ende Zitat, bekräftigte Lorenzo Ricci gegenüber der Generalkongregation, dass Sturmwolken am Horizont aufzögen. Die Kongregation hat ihr Verständnis im Gehorsam zum verborgenen Entwurf ihres neuen Generaloberen zusammengefasst, der schließlich den Platz Jesu einnahm. Sie rief die gesamte Bruderschaft zum gemeinsamen Esprit, also Geist, auf. Zitat: Wenn Gott es wegen seiner uns verborgenen Pläne zulässt, dass wir nichts anderes tun können, als sie zu verehren, und sollten wir mit dem Hintern in Ungemach sitzen, so wird der Herr diejenigen nicht im Stich lassen, die mit ihm in Einheit verbunden bleiben, solange die Gesellschaft in der Lage ist, mit offener Seele und aufrichtigem Herzen zu ihm zu gehen, wird keine andere Quelle der Stärke dafür nötig sein. Ende Zitat. Der Premierminister von Portugal, Sebastian de Marquis de Pombal, von dem wir ja gerade eben bereits gesprochen hatten, leitete eine lange Kampagne von Verleumdungen, Gerüchten, verzerrter Manipulation von Vorfällen, die alle darauf abzielten, den Ruf der Jesuiten zu untergraben, indem sie ihnen schädliche Doktrinen, schädliche Zwecke und Praktiken zuschrieben. Pombal behauptete unter anderem, dass die Jesuiten in Paraguay, einer portugiesischen Kolonie, wie wir ja bereits gelernt haben, Aufstände angezettelt hätten, illegal gehandelt und sogar den König ermordet hätten. Pombal unterstützte seine Behauptung mit zahlreichen antijesuitischen Traktaten und aufrührerischen Hirtenbriefen, die er dem Parlament vorlegte. Zur Verteidigung der Gesellschaft überschüttete eine Gruppe von Bischöfen Antichrist Papst Clemens XIII. Mit Briefen, in denen sie die Jesuiten für ihre unschätzbare Arbeit lobten. Clemens, von Jesuitenhistorikern als ein Jesuitenpapst bekannt, beeilte sich, Lorenzo Ricci Kopien dieser Vermerke zur Veröffentlichung unter dem Titel »Katholisches Kirchengericht für den gegenwärtigen Status der Gesellschaft Jesu« zu schicken.
Die Veröffentlichung dieser Vermerke würden der Welt zeigen, dass die Gesellschaft Jesu die solide Unterstützung der römischen Hierarchie genoss. Bezeichnenderweise lehnte Ricky diese Veröffentlichung ab. Da sollte man sich doch mal fragen, warum? Eben, das macht nur Sinn, wenn man dem Gedankengang, den ich früher bereits geäußert habe, folgt. Am 19. Januar 1759, und da kommen wir in dem anderen Buch auch gleich drauf zu sprechen, beschaffte der Marquis de Pombal ein königliches Dekret, das die Jesuiten aus Portugal und seinen überseeischen Kolonien vertrieb. Mehr als 1000 Jesuitenväter wurden in Schiffe gepfercht und an den Ufern des Kirchenstaates abgeladen. Damals ein Gebiet in Mittelitalien, das nur wenig größer war als die Schweiz. 250 Pater wurden in Kerker geworfen, viele davon starben durch Misshandlungen. Die portugiesische Krone beschlagnahmte auch alle Häuser, Kirchen und Hochschulen der Gesellschaft Jesu. Der Punkt, weshalb ich das jetzt hauptsächlich vorgelesen habe, ist hier ganz oben in diesem Absatz. Ja, Papst Clement der 13., ja, Papst Clement von Jesuitenhistorikern als ein Jesuitenpapst bekannt. Er wurde 1758 in seinen Jesuiten, also in seinen Papststuhl gesetzt, nachdem Benedikt der 14., der davor ja regiert hatte, wie wir gerade eben bei Griesinger gelesen hatten, gestorben war. Und der Jesuitenpapst, das erklärt sich in der Hinsicht, und das schreibt Tapassorsi später noch in seinem Buch, nicht an dieser Stelle, aber ich habe jetzt keine Lust, das ganze Buch mit euch durchzugehen. Später schreibt er dann noch hin, dass dieser Papst seine Stelle Lorenzo Riccis Einwirkung auf die Kurie, also die Kardinalsversammlung, damals überhaupt erst verdankt. Ja? Der ist also nur deswegen überhaupt Papst geworden. Clemens der 13. hat dann auf ein Verbot des Jesuitenordens hingearbeitet, 1773, wurde aber kurz bevor er diese entsprechende Bulle rausbrachte, wurde er ermordet. Und dann kam Papst Clement der 14. an seine Stelle. Ebenso von Lorenzo Ricci, dem General der Jesuiten zu der damaligen Zeit, auf den Stuhl platziert wie sein Vorgänger. Und der hat dann 1773 mit der Bulle Dominic ac Redemptor Noster die Jesuiten sozusagen ein für alle Mal verboten. Übrigens geht Griesinger auf diesen Fall und die Jesuitenbulle, das Verbot und alles, in über 100 Seiten im hinteren Teil dieses Buches auch noch ein. Also das werden wir alles da noch lesen. Ich möchte euch nur schon ein wenig geistig darauf vorbereiten, dass wir das Spiel der Jesuiten begreifen, weil wenn wir immer nur lesen, was andere Autoren schreiben, kommen wir nie hinter den wirklichen Sinn. Dafür müssen wir unsere eigenen Synapsen im Gehirn arbeiten lassen und selbst die Verbindungen legen, die uns mit Hilfe des Heiligen Geistes gegeben werden, weil wir a. die Bibel studiert haben und weil wir b. verschiedene von diesen protestantischen historischen Büchern lesen können und verstehen können, wo diese Dinge niedergelegt sind. Also, Papst Clemens der 13. sowie Papst Clemens der 14. und auch sein Nachfolger, der hieß Bracci, wie der jetzt als Papst hieß, das weiß ich nicht mehr, sind alle von Lorenzo Ricci in den Stuhl gesetzt worden, dahin gehoben worden. Lorenzo Ricci war die große Macht im Vatikan. Übrigens habe ich von Lorenzo Ricci seinen Neffen, der war Bischof in einem der Vatikanstädte oben, von dem habe ich seine Biografie hier liegen, die wollte ich auch irgendwann mal offiziell lesen. Ob ich da jemals zu kommen, weiß ich nicht, aber es ist furchtbar interessant. Ein Buch aus dem 18. Jahrhundert, das ich hier liegen habe. Also, fahren wir fort. Ich habe noch mal eine kurze Frage. Ja, kannst du gerne stellen, bitte. Und zwar, wäre es nicht eigentlich konsequenterweise richtig, jetzt, du sagtest ja gerade, du hast von der Breve oder von der Bulle gesprochen, Dominic ac Redemptor Noster. Genau, weil wir ja wissen, dass die Kirche sich ja im Krieg befindet. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht genau den Ausdruck, wie war der noch? Militantes Ecclesia. Genau, richtig. Und wäre es dann nicht eigentlich konsequent richtig zu sagen, die Kirche befindet sich nicht mehr im Krieg? Weil damit wäre dann auch wirklich die Jesuiten, die Gesellschaft Jesu obsolet. Naja, die Gesellschaft der Jesuiten ist ja lediglich ein Orden innerhalb der Kirche. Wenn dieser Orden, also mit anderen Worten, außer Wirkung gestellt wird, heißt das ja nicht, dass die Kirche außer Wirkung gestellt ist. Und es geht ja um die Kirche, die im Krieg ist. Die gebraucht die Jesuiten ja lediglich als ihre ausführenden Organe.
Logisch, ne? Ja, Wenn die klar. Jesuiten, wenn die Jesuiten ausgesperrt werden, wenn die Jesuiten verboten werden, alles drum und dran, dann gibt man nach außen hin das Zeichen von, ey, wir haben unsere Militia, also unsere Polizei, unser Militär haben wir jetzt, was weiß ich, kampflos gemacht. Aber die Kirche ist ja immer noch eine Kirche im Krieg. Die Kirche befindet sich im Krieg gegen die Heiligen von Jesus Christus seit dem Tag, als Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde von den Römern. Ja, guter Punkt, den du nochmal gesagt hast. Das, denke ich, hebt das auch nochmal hervor. Also, ne, dass man dann konsequenterweise den Leuten ja nur dann das vortäuscht, dass man sich den Jesuiten entledigt hat, obwohl man die eigentliche Agenda weiterhin fortführt. Deswegen hat Jesus Christus schon gesprochen von Wolfen in Schafspelzen. Ja, guter Punkt. Dann fahren wir gerne fort. Ja, okay. Also, das war ein kleiner Teil aus dem Buch von Herrscher des Bösen, das ich gerne mal vorlesen wollte. Und hier nochmal offiziell meinen Dank an Stefan für diese wunderbare Arbeit. Wie ihr seht, da sind hier und da auch in der späteren Version immer noch kleine Fehler drin. Aber das ist, glaube ich, absolut zu vernachlässigen. Und ihr seht hier, wo wir weiterlesen, hier unten geht es weiter über den Père Lavalette. Da hatten wir ja auch schon drüber von gesprochen. Also hier kommt auch in Herrscher des Bösen eine ganze Menge Dinge vor, die wir in Griesinger wieder lesen. Und das ist eben das Schöne an diesen Büchern, wie sie sich, ich sag mal jetzt, überlappen. Okay? Aber wir lesen jetzt hier in diesem Buch von Griesinger weiter und lesen, doch das Resultat fiel ganz anders aus, als er erwartet hatte. Denn es erschien alsbald eine Gegenschrift, welche der sogenannten Verteidigungsschrift die gröbsten Verstöße gegen die Wahrheit nachwies und die schlimmen Taten der Jesuiten in Portugal noch mehr ans Licht stellte, als es vorher schon geschehen war. Inzwischen fuhr Pombal fort, den Söhnen Loyolas in Portugal sowie besonders auch in den amerikanischen Kolonien das Handwerk zu legen, und es langte von dorther fast kein Schiff an, welches nicht ein paar dort wegen Hochverrats gefangen genommene Patres eingeführt hätte. Dies steigerte die Wut der Jesuiten aufs Höchste, und sie griffen sofort nach allen Mitteln, um die jetzige Regierung Portugals zu stürzen. Der Zweck heiligt die Mittel, erinnern wir uns, ist das Motto der Jesuiten. Dem hohen Adel flüsterten sie ins Ohr, ob er denn das Joch dieses Emporkömmlings entfernt habe, noch länger ertragen wollten. Entschuldigung, nee, jetzt bin ich hier irgendwo in die Leine verrutscht. Dem hohen Adel flüsterten sie ins Ohr, ob er denn das Joch dieses Emporkömmlings, der die ersten Würdenträger des Reichs sämtlich von ihrem Posten entfernt habe, noch länger ertragen wollten. Die Geistlichkeit überredeten sie, dass es Pombal ebenso gut auf sie als auf den Orden Jesu abgesehen hätte. Und alsbald wurde Kanzel und Beichtstuhl dazu benutzt, um insgeheim das Volk gegen den Minister als einen Feind der Religion aufzuhetzen. Über den König selbst verbreiteten sie die schlimmsten Gerüchte, und sie scheuten sich so gar nicht, ihn vor den Richterstuhl Gottes zu laden. Ja, um das Maß voll zu machen, prophezeiten sie dem Monarchen nur ein ganz kurzes Lebensdasein und setzten das Ziel seiner Tage definitiv auf den Monat September 1758 fest. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, habe ich jetzt nicht vorbereitet. Das könnt ihr dann selber in dem Buch Herrscher des Bösen nachlesen. Genau da kommt das vor in Herrscher des Bösen mit der Ermordung des Papstes Clemens dem 14. Diese Abkürzung, ich glaube WDCCS, das ist Vede Vacante September Dinge. Ich kriege das in Latein nicht aufeinander. Das könnt ihr in der Herrscher des Bösen nachlesen, da steht's drin. Das ist ein Schriftzug, der im Vatikan an die Mauern geschrieben wurde, der übersetzt bedeutet, dass der Stuhl im September frei werden würde. Natürlich der Stuhl des Papstes. Die Ermordung des Clemens des 14. wurde auf diese Art und Weise sogar vorher angekündigt. Das steht alles in Tapas Sources, Herrscher des Bösen drin. Das könnt ihr euch dann gerne durchlesen, sobald das Buch, ja, wenn ihr dieses Video seht, ist das Buch natürlich schon, steht da schon zur Verfügung. Da müsst ihr mal sehen, ob ihr den Link irgendwo findet. Ansonsten fragt ihr mich. Ich weiß nicht, ob ich daran denke, das hier in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reinzuarbeiten. Aber das ist ja ein paar Jahre später. Das ist 1773 und hier geht es um den Monat September 1758. Wisst ihr, wie ich sowas nenne? Geschichte wiederholt sich.
Auch wenn man die Geschichte nicht kennt, dann sieht man nicht die Wiederholung. Hier ist das bereits, dass dem Monarchen ein kurzes Lebensdasein vorgesagt wurde und dass sein Leben sogar im September 1758 beendet sein sollte. So war zumindest die, ich sag mal zwischen Anführungszeichen, Verschwörung. Ne? Weil als der Jesuite Turconi im August 1758 in Rom um den Zustand des Ordens in Portugal befragt wurde, erwiderte er wörtlich, Zitat, alles geht gut. Und auf kommenden September wird die Sache abgetan sein und unsere Not ein Ende haben. Ende Zitat. Ebenso ist es aus den Akten erwiesen, dass der Pater Malagria ähnliche prophetische Worte an verschiedene höher stehende Personen schrieb. Ja? Also, das, was wir 1773 sehen mit dem Sede Vacante im Vatikan, dass der Stuhl im September frei wird, das ist nur eine Wiederholung dessen, was hier bereits in 1758 gemacht wurde. Das finde ich persönlich sehr interessant. Das könnt ihr euch ja raussuchen. In dem englischen Buch steht es drin, im deutschen wird es auch irgendwo drin stehen, aber ich habe jetzt keine Lust dran, das rauszusuchen. Auf diese Art, fährt der Autor fort, wurde in den Gemütern der Portugiesen eine künstliche Gärung erzeugt, welche in kurzem so Überhand nahm, dass nach dem Urteil der Klardenkenden eine Katastrophe nicht ausbleiben konnte. Und sie trat auch wirklich ein, diese Katastrophe. Jedoch in einer Weise, die man nicht erwartet hätte. In der Nacht vom 2. auf den 3. September 1758 nämlich, morgens um 2 Uhr, wurde auf den König von Portugal, Don Joseph I. von Braganza, als er eben von dem Palais der jungen Gräfin von Tavora, die er oftmals zu besuchen pflegte, nach seinem Schloss Belem zurückfuhr, aus einem Hinterhalt 3 Musketenschüsse abgefeuert, deren einer ihn schwer am Arme verwundete. Und es geschah nur deswegen kein größeres Unglück, weil der Kutscher, sobald er krachen hörte, in vollem Galopp dem nahen Landhause des Marquis von Angeia zufuhr. Dort stieg der König aus, ließ sich von seinem schnell herbeigeeilten Leibarzte Anton Suarez verbinden und fuhr dann von diesem begleitet nach Belem, um sich da einer dreimonatlichen Kur zu unterwerfen, während welcher er außer dem Suarez niemanden vor sich ließ als seinen Erstminister, also den Marquis de Pombal, und hie und da seine Gattin, die Königin, nebst den Prinzessinnen Töchtern. So, nochmal eben das Bild hier verändern. Von dem Marquis de Pombal damit beinehmen. Das Gerücht von diesem an dem Regenten versuchten Meuchelmorde verbreitete sich natürlich mit Blitzeschnelle. Und im Anfang wollten die Leute wissen, die Verwundung sei unbedingt lebensgefährlich. Da sah man dem Kronprinzen Don Pedro, dem jüngeren Bruder des Königs, letzteren hatte seine Gemahlin nur Töchter und keinen Sohn geboren, eilen, ihm ihre Huldigungen darzubringen, und insbesondere taten dies auch die Häupter der Jesuiten, in dem gar wohl bekannt war, dass besagter Thronerbe ein großer Freund und Gönner der Sozietät Jesu sei, und namentlich auch den Marquis de Pombal, den großen Gegner derselben, bis aufs Blut hasse. Schon dachte man daran, sich in die Verlassenschaft des allmächtigen Günstlings zu teilen, und nicht wenige träumten gar von seiner Beseitigung durch die Hand des Henkers. Zwar allerdings machte Pombal bekannt, dass die Ärzte des Königs, wenngleich die Verwundung eine sehr bedeutende sei, für dessen Leben einständen. Allein man wollte wissen, diese Bekanntmachung sei nur eine Finte, um die neugierige Welt zu täuschen. Und fuhr fort, auf den Sturz des Ministers zu spekulieren oder gar gegen denselben zu konspirieren. Inzwischen stand letzter, wie man sich bald überzeugen konnte, wenn man die Augen offen hielt, nie auf einer höheren Stufe der Macht als eben jetzt. Denn er unterließ es natürlich nicht, seinen königlichen Herrn von allem zu unterrichten, was die Partei Don Pedros unternahm, und erhielt sofort von Joseph I., der seinem ehrgeizigen Bruder ohnehin nie recht getraut hatte und nunmehr nicht anders glauben konnte, als jene Partei gehe damit um, ihn vom Thron zu stürzen, die ausgedehntesten Vollmachten nach bestem Ermessen fürs Beste der Krone zu sorgen. Vor allem musste es dem Minister darum zu tun sein, herauszubringen, wer das Mordattentat verübt hatte. Und er versäumte daher natürlich kein Mittel, um der Wahrheit auf den Grund zu kommen.
Doch geschah alles, was geschah, in tiefster Stille und größter Heimlichkeit, ohne Zweifel, damit diejenigen, welche sich schuldig fühlten, in Sicherheit eingelullt würden. Und aus demselben Grunde duldete er auch nicht, dass in seiner Umgebung irgendein Verdacht, sei es nach dieser, sei es nach jener Seite ausgesprochen werde. Für den Anfang übrigens blieb das Ergebnis der Untersuchung ein sehr geringes und ein sehr mangelhaftes, in dem kein anderes Zeugnis vorlag als das des königlichen Kutschers und das eines Edelmannes, der ganz in der Nähe des Platzes, wo der Mordversuch stattfand, wohnte. Letzterer, mit Namen Don Johann de Lobo nämlich, hatte das Schießen gehört, aber niemanden gesehen. Als die im Galopp hinfliegende Kalesche. Ersterer, Custodio de Costa, hatte allerdings die Schießenden, drei mit Musketen bewaffnete und gut berittene Männer, deutlich genug gesehen, allein, dass sie mit Gesichtsmasken versehen waren und überdies eine ziemliche Dunkelheit herrschte, so konnte er sie unmöglich des Näheren beschreiben. Das war alles, was man mit Gewissheit wusste. Und dass dies sehr wenig war, wird mir wohl jedermann zugeben müssen. Doch wenn auch die wirklichen, faktischen Anhaltspunkte fehlten, so erwies sich das Feld der Vermutungen und Suppositionen, also Vermutungen, umso reicher, und insbesondere waren es zwei Ansichten, welche sich vorzüglich geltend machten. Die einen nämlich sagten, der Mordversuch sei nichts anderes als ein Akt der Privatrache. Das heißt, Don Louis Bernard von Tavora sei vor der Eifersucht, dass der König seiner Gemahlin, sie hieß Donna Johanna Theresia, und war eine geborene Gräfin von Albor, oft und viel nächtliche Besuche abstattete, außer sich geraten und habe ihn von einigen Verwandten oder auch Bedienten begleitet aufgelauert, um ihn umzubringen. Die anderen dagegen, und ihnen pflichtete halb Europa bei, die anderen dagegen behaupteten, der Angriff könne nur allein von den Jesuiten ausgegangen sein, oder müsse wenigstens von ihnen angestiftet worden sein. Denn bei einer jeden begangenen Freveltat fragt ein guter Jurist immer zuerst, qui prodest, das ist, wem nützt sie? Und noch selten habe diese Frage nicht zur Entdeckung der wahren Urheber geführt. Nun hätten aber von dem Mord des Königs, wenn er denn gelungen wäre, offenbar die Söhne Loyolas den Hauptnutzen gehabt, indem in diesem Fall Don Pedro den Thron bestiegen haben würde, infolgedessen für sie eine neue Ära des Glücks angebrochen wäre. Folglich, nun, den Schluss kann jedermann selbst ziehen, ich brauche ihn hier nicht niederzusetzen. Welche von diesen beiden Ansichten nun die richtige sei, wagte selbst der Marquis von Pombal nicht zu entscheiden. Doch neigte er sich von verschiedenen Indizien unterstützt mehr zu der letzteren hin, ohne aber völlige Gewissheit erlangen zu können. Da verfiel er endlich, nachdem die Untersuchung schon mehr als 2 Monate angedauert hatte, auf eine Kriegslist, und diese führte ihn richtig zum Ziele. Er dachte nämlich, wenn die Attentäter wirklich von den Jesuiten angestiftet seien, so würden die Letzteren sicherlich bei der nächsten Gelegenheit ihren Brüdern in Brasilien Nachricht davon zukommen lassen. Und demgemäß musste jetzt ein Kaufmann auf seine Veranlassung, natürlich aber ohne, dass es sonst jemand wusste, ein Schiff nach Brasilien ausrüsten. So wie aber dieses Schiff seine volle Ladung nebst Passagieren eingenommen hatte und im Begriff war, unter Segel zu gehen, erhielt der Kapitän ein königliches Schreiben mit der Weisung, dasselbe erst in einer gewissen Entfernung vom Lande zu öffnen. Der Kapitän tat natürlich, wie ihm befohlen. Das heißt, er öffnete alle Briefe und Effekten, die er an Bord hatte, und legte Beschlag auf alles Verdächtige. Überdem ließ er sämtliche Passagiere genau visitieren und verhaftete jeden, bei dem nur einigermaßen ein Grund hierzu vorlag, um ihn sofort mit den konfiskierten Briefen und Effekten nach Lissabon zurückzusenden. Hierdurch wurden wichtige Aufschlüsse erzielt. Und nun konnte man endlich daran denken, die nötigen Verhaftungen in Vollzug zu setzen. Um aber dies mit vollkommener Sicherheit tun zu können, zog Pombal verschiedene Regimenter Soldaten von ihren auswärtigen Garnisonen nach Lissabon,
vorschützend, es geschehe dies, damit die Leute bei dem Wiederaufbau der durch das Erdbeben zerstörten Häuser Hand anlegten. Am 12. Dezember 1758 waren endlich alle Maßregeln getroffen und den Tag darauf, am 13., vielleicht ein Freitag, sollte die Hauptstadt Portugals erfahren, wer 3 Monate zuvor den Mord auf den König Josef versucht hatte. Der Schreck aber, als man dies erfuhr, war groß. Er war fast übermäßig, denn sowohl man sich den Namen von manchem der Verhafteten schon vorher als einen wahrscheinlich Schuldigen zugeflüstert hatte, so träumte doch niemand von einer solch ausgedehnten Verschwörung. Doch zur Sache. Am 13. Dezember 1758, morgens früh 4 Uhr, wurden alle Häuser und Paläste der beiden hochadligen Familien Aveiro und Tavora ganz unvermutet mit einer starken Abteilung Militär umstellt und sofort nachfolgende Personen in die ihnen bestimmten Gefängnisse abgeführt. Der Herzog von Aveiro, Obersthofmeister des Königs nebst seinem Sohne, dem Marquis von Govora, der alte Marquis von Tavora, General der Kavallerie und ehemaliger Vizekönig in Indien, und der junge Marquis Louis Bernard, nebst dessen jüngerem Bruder Joseph Maria, die beiden Brüder des alten Marquis Emanuel und Joseph Maria von Tavora, der Graf von Antugia und der Marquis von Alorno, Schwiegersöhne des alten Marquis, der Oberst Don Juan von Tavora zu Chaves, und der Oberst Nuno von Tavora zu Alentejo, der Erzbischof von Evora und der Bischof von Portaport, 2 Vettern der Familie, endlich die sämtlichen Hausgenossen und Diener, soweit sie sich nicht, wie zum Beispiel der vertraute Kammerdiener des Herzogs von Aveiro, Josef Policarpo von Asvebo, durch die Flucht salviert hatten. Man fesselte sie sämtlich an Händen und Füßen und brachte sie in die früheren Tiergartengebäude bei Belem am Tajo, das ist also der Fluss Tajo. Mit diesen männlichen Gefangenen übrigens begnügte man sich nicht, sondern man fügte ihnen auch einige weibliche bei, nämlich die alte Marquisin von Tavora nebst ihren Töchtern, welche man in dem Kloster do Grillo einsperrte. Die Herzogin von Aveiro mit ihren Töchtern, die ins Kloster della Madre de Deus kamen, und die junge Marquisin von Tavora, jene obgenannte Dorna Johanna Theresia, welche dem Könige so gerne gesehen wurde, also seine wohl Geliebte, von der man dachte, dass ihr Mann den Anschlag vielleicht verübt hätte. Diese letztere, Theresia, behandelte man daher mit größter Artigkeit und wies ihr das adelige Frauenkloster Dos Santos zur Wohnung an, wo sie nach Belieben aus- und eingehen und Besuche annehmen konnte. Das waren nun die Personen, welche man am 13. morgens gefangen nahm und in ihre Gefängnisse abführte. Wie man sieht, fast lauter Angehörige des höchsten Adels. Kaum aber hatte man dieses wichtige Geschäft zu Ende gebracht, so umstellte man diese Häuser, so umstellte man 7 Häuser, welche die Jesuiten in Lissabon besaßen, je mit einer Wache von 15 Soldaten, ohne die Offiziere und Korporale, und ließ niemanden mehr hinein, außer wenn er einen Erlaubnisschein vom Staatsrat hatte. Überdem verkündete man ihnen einen Befehl des Kardinals Saldanha, dass bis auf Weiteres kein Mitglied des Ordens Jesu die Schwelle seines Hauses überschreiten dürfe, und somit waren von dieser Stunde an sämtliche in Lissabon anwesende Jesuiten nichts anderes denn Gefangene, nur mit dem Unterschiede, dass man ihnen keine Fesseln anlegte, sondern sie frei im Innern ihrer Häuser umhergehen ließ. Das Verhör mit den Gefangenen begann eine Woche später, am 20. Dezember 1758, und zwar vor dem sogenannten Tribunal de Inconfidencia. Das ist dem höchsten weltlichen Gerichtshof Portugals. Es bedurfte übrigens nicht vieler Sitzungen, denn der Herzog von Aveiro gestand sofort alles ein und somit half die übrigen das Leugnen nichts mehr.
Ebenso offene Geständnisse legten auch Beas Josephine Romero, der vertraute Diener des Marquis Louis Bernard von Tavora, und Antonio Alvarez Ferreira, nebst dessen Bruder Manuel, beide Kammerdiener des Herzogs von Aveiro, sowie endlich dessen Leibpage Juan Miguel ab. Und es ging aus diesen Geständnissen sonnenklar hervor, dass es sich um nichts mehr oder weniger handelte als um die Ermordung des regierenden Königs. Namentlich wurde die alte Marquisin Eleonora von Tavora als diejenige bezeichnet, welche ihren Gatten, ihre Söhne, ihre Verwandte tagtäglich aufgehetzt und so aus ihrem Hotel eine wahre Verschwörungshöhle gemacht habe. Sie selbst aber sei wieder von den Jesuiten, besonders von den Patribus Malagrida, Matos und Alexander von Susa, den Beichtvätern der Familie Tavora, bearbeitet worden, so dass wenigstens in moralischer Beziehung die Haupturheberschaft auf die Söhne Loyolas komme. Hier mal eine kurze Bemerkung. Ich hatte also bis zu dieser roten Markierung hier, habe ich vorgelesen, ab jetzt hier nicht mehr. Aber was ich interessant finde, ist, dass wir hier sehen, dass gesagt wird, namentlich wurde die alte Marquisin Eleonora von Tavora als diejenige bezeichnet, welche ihren Gatten, ihre Söhne, ihre Verwandte tagtäglich aufgehetzt und so aus ihrem Hotel eine wahre Verschwörungshöhle gemacht habe. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Kommt keiner von euch drauf? Das Attentat von Abraham Lincoln. Mary Surratt. Und die Verschwörung aus dem Hause von Mary E. Surratt. Ja, sag ich ja. Ja, gut, Michael. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und auch hier ist es eine Frau, die dafür gesorgt hat, die Leute anzustacheln und aufzustacheln und dafür zu sorgen, dass diese Verschwörung ihren Weg nimmt. Jetzt mal ganz eben neben der Lesung mal nebenbei. Je mehr man diese geschichtlichen Bücher liest, wie hier das Werk von Griesinger, desto mehr muss man Geschichte doch einfach nur lieben. Findet ihr nicht auch? Das ist doch nur wunderbar, was wir hier lesen. Das liest sich sowas von fließend. Also mir macht es unglaublichen Spaß, und wenn dabei dann auch noch die Lernkurve so nach oben steigt, dann wird der Spaß nur noch umso mehr nachher auch noch mit Erkenntnis belohnt. Und das ist ja etwas, für das wir jeden Tag bitten, dass wir mehr Erkenntnis der Wahrheit, die das Wort Gottes ist, finden. Und sei es auf diesen Umwegen. So, in dem kommenden Absatz werde ich noch mal ein paar Namen lesen müssen. Und da ich das nicht vorbereitet habe, hoffe ich, dass mir die Namen einigermaßen von der Hand gehen. Seht mir das nach. Wenn nicht, ist es noch immer Frakturschrift und ich finde es noch immer nicht leicht, das zu lesen. Infolgedessen beschloss das Tribunal, die Schuldigsten unter denselben ins Gefängnis werfen zu lassen und ließ diesen Befehl in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar 1759 durch einige Senatoren mit Kavallerie-Piketts ausführen. Die Verhafteten aber waren folgende: Josef Morera, ehemaliger Beichtvater des Königs, Hyacinthe Costa, ehemaliger Beichtvater der Königin, Timotheus d'Oliveira, früherer Beichtvater der Prinzessinnen, Gabriel Maladriga, Josef Pardigao, Generalprokurator des Ordens in Portugal, Josef Soares, Prokurator von Brasilien, J. Henriques, Provinzial von Portugal, Johann de Matos, Johann Alexander de Sousa. Interessant, so heißt im Übrigen der General der Jesuiten 2016 gewählt, ja, Sousa, also Johann Alexander de Sousa, Stefan Lopez und Josef Oliveira. Man stellte sie vor dasselbe Gericht, da in Confidencia, welches auch die Untersuchung gegen die Jesuiten Tavora und Alvero geführt hatte, und begann schon am 12. in aller Frühe mit ihrem Verhöre. Natürlich jedoch ließ sich das gesamte Tribunal durch diese neu vorzunehmende Untersuchung nicht abhalten, das Urteil über die früher Verhafteten, deren Prozess bereits zu Ende war, öffentlich zu verkündigen und dessen sofortige Vollziehung anzubefehlen. Es lautete gegen 10 derselben auf Tod, Einziehung ihrer Güter und Ehrlosmachung ihrer Kinder, während die übrigen mit Gefängnisstrafe wegkamen.
Die Bestrafung der Jesuiten behielt man sich auf spätere Zeiten vor. Dagegen sprach sich das Tribunal jetzt schon ausdrücklich dahin aus, dass dieselben laut den Gefängnissen der Attentäter als Haupturheber des Mordversuchs zu betrachten seien. Nach der Verkündigung dieses Urteils, das man gleich darauf drucken ließ, um es in alle Welt zu versenden, ging man bereits am 13. an dessen Vollziehung und errichtete zu diesem Behufe noch in der Nacht auf dem Marktplatz zu Lissabon ein 18 Fuß großes Gerüst, 3x6, 666 ist 18 Fuß, ne? Welches man mit einem starken Cordon vom Militär umstellte. In einer Fußnote sagt uns der Autor auch noch weiterhin, die Schrift, um die es hier ging, die also verteilt wurde über das Urteil, wurde in allen europäischen Sprachen übersetzt und kam noch im Jahre 1759 unter dem Titel »Der portugiesische Hochverrat und Prozess der verurteilten und hingerichteten Personen, wie ihn der Hof selbst öffentlich bekannt machen lasse« zu Frankfurt in Deutsch heraus. Weiter im Buch sagt der Autor, auf dasselbe brachte man präzis 7 Uhr morgens, als die Schuldigste, die alte Marquisin von Tavora, also mit anderen Worten die Vorläuferin von Mary E. Surratt, mit gefesselten Händen und einem Strick um den Hals. Man setzte sie auf einen Stuhl, verband ihr die Augen und der Scharfrichter hieb ihr den Kopf ab, ohne ihr vorher, man berücksichtige das Weib in ihr, irgendeine Qual anzutun. Nach ihr kam ihr 21-jähriger Sohn, Josef Maria von Tavora, an die Reihe. Ihn band man an ein etwas in die Höhe gerichtetes Kreuz, zerschmetterte ihm mit einem eisernen Kolben Arme und Beine und erwürgte ihn dann mit einem Riemen. Dasselbe Schicksal hatten Geronimo von Ataide, Graf von Antugia, der junge Marquis Louis Bernard von Tavora, Obrister der Reiterei, dessen Diener Blasius Josef Romero, Korporal Emanuel Alvarez Ferreira, Kammerdiener des Herzogs von Avera und der Leibpage Johann Michael. Ihre Leichname flocht man sämtlich auf Räder, welche man auf Stangen befestigte, und diese Prozedur nahm so viel Zeit in Anspruch, dass allemal eine halbe Stunde verfloss, bis man eine neue Hinrichtung vornehmen konnte. Nach dem Pagen Miguel oder Michael nahmen die Henker den alten Marquis Franz Dafis von Tavora vor, banden ihn auf ein Andreaskreuz, gaben ihm mit einem runden Eisen 3 Schläge auf die Brust, dass es weithin dröhnte, zerquetschten ihm dann Arme und Beine und gaben ihm drauf den Gnadenstoß auf das Herz. Dem 9. Opfer, dem Herzog von Aveiro, zerschmetterten die Henkersknechte unter mildem Geschrei bei lebendigem Leibe sowohl Arme als Beine und Schenkel, töteten ihn sofort durch einen Stoß auf die Brust und warfen ihn in ein loderndes Feuer. Zuletzt führte man den 10. Delinquenten, den Kammerdiener Anton Alvarez Ferreira, Bruder des genannten Emanuel, herbei, führte ihn vor die Leichname der 9 Hingerichteten, zeigte ihm jeden einzeln, band ihn sofort an einen Pfahl, beugte rings um denselben große Holzhaufen auf, zündete diese an und schürte so lange fort, bis er total verbrannt war. Auf diese Art strafte man die 10, von denen man gewiss wusste, dass sie unmittelbaren Anteil an dem Mordversuch gehabt hatten. Wie sie aber hingerichtet waren, legte man an das Gerüst Feuer und verbrannte es mitsamt allen Leichnamen zu Asche, welche man in den Tarro warf. Schließlich riss man die Paläste der hingerichteten Hochadligen nieder, machte sie der Erde gleich und streute Salz auf die Städte zum Zeichen, dass sie nie mehr überbaut werden dürfe. Ja, und jetzt geht's wahrscheinlich mit dem Prozess über die Jesuiten weiter, weil die ganzen Adligen, ja, die normalen Bürger, sage ich jetzt mal eben, um es in anderen Worten auszudrücken, die hat man jetzt büßen lassen für dieses Attentat, und jetzt wurden ja noch eine ganze Menge Jesuiten verhaftet. Und wie der Autor da weiter drauf eingeht, wie denen, wenn überhaupt, ihnen der Prozess gemacht wurde, das ist etwas, das heben wir uns für eine nächste Lesung, die 23. in diesem Bande 2 von Theodor Griesingers Werk aus dem späten 19. Jahrhundert auf.
Es ist eine anstrengende Reise, auch für mich, der ich das hier lese. Und wir sind bei einer Stunde angekommen. Und von daher möchte ich jetzt gerne meinen beiden Brüdern, die hier mit mir zusammen diese Buchlesung verfolgen, noch ein paar abschließende Worte geben. Erst dem Viktor und dann dem Michael, bitte. Ja, vielen Dank für die Lesung. Hat mir auch gut gefallen, zumal wenn wir jetzt auch sehen, dass man auch aus Quellen wie zum Beispiel Herrscher des Bösen auch mal dann zitieren kann, Zusammenhänge herzustellen, denke ich, ist das auch immer ein ganz tolles Zeichen, wie der Heilige Geist wirkt und wie es uns, ja, Laien, sage ich mal, Geschichtslaien, es uns einfacher macht, auch an die wahre Geschichte heranzukommen. Und ja, ich freue mich tierisch aufs nächste Mal, muss ich ehrlich sagen, denn ja, das macht mir auch unheimlich Spaß und gib dann das Wort gerne weiter an Michael. Ja, vielen Dank. Ich habe heute auch fast immer ganz interessiert zugehört, weil ich der Meinung bin, dass es jetzt eigentlich in jedem Land genug Menschen gibt, die sich kaufen lassen. Und da der Orden ja über so ganz viel Unterstützung der römisch-katholischen Kirche verfügt, ist er nun mal halt einfach auch sehr, sehr spendabel. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele Leute halt einfach sehr kurzfristig gedacht haben, die den Orden unterstützt haben und den Menschen, die dem Orden dienen, um das mal ganz freundlich auszudrücken, dann halt ja, Wohnung und Essen und Kost und freie Logis und was weiß ich alles noch gegeben haben, weil die ja nach außen hin immer so bedürftig auftreten. Und was mich dann sehr interessiert hat, war der eine Satz, den der Jörg vorgelesen hatte, wo dann der Marquis de Pombé, man, entschuldige bitte, wenn ich den Namen jetzt hier falsch zitiere, Die Leute verstehen dich schon. ja, genau, aber das war gar nicht der, fällt mir gerade ein, sondern es war der Jesuitengeneral, der dann gesagt hat, er würde Lorenzo sich, Ricci. Lorenzo Ricci, ja, genau, der gesagt hatte, ja, er würde sich mit der Veröffentlichung des einen Pamphletes, dass er also die Verbindung zur römisch-katholischen Kirche da so wunderbar wäre, würde er sich nicht mit einverstanden erklären. Das ist ja dann im beiderseitigen Interesse. Die römisch-katholische Kirche kann sagen, ach, der Jesuitenorden, der arbeitet völlig autark und wir haben mit deren Gräueltaten nichts zu tun. Ja, die haben ja eine eigene Anschrift, die haben ein eigenes Geschäftsgebaren und so weiter und so fort. Und die Jesuiten können sagen, ja gut, wir sind halt diejenigen, die halt nur eine Unterordnung von der römisch-katholischen Kirche sind und wir haben unsere eigenen Statuten und so weiter und so fort. Da kommt man sich nicht ins Gehege und jeder kann also ein bisschen auf den anderen zeigen. Und ich denke, das ist speziell für die sogenannte Mutterkirche eine sehr, sehr elegante Lösung, um immer sagen zu können, ja gut, also sorry, aber dass die so, können wir uns auch gar nicht vorstellen. Und wenn man sich die Verbindung zwischen Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche jetzt mal wirklich mal anguckt, dann ist doch ganz klar, dass wenn die eine Carte Blanche haben von der Mutterkirche, dass sie da ein- und ausgehen können und dass sie ganz genau wissen, was da auch im Vatikan läuft. Und es ist ja nichts Neues. Und deswegen haben die natürlich auch Zugang zu ganz anderen Informationen, die eben die Könige und die Herrscher von normalen Staaten eben nicht haben. Und ich sehe deswegen die Jesuiten halt immer extrem im Vorteil, weil die an Dinge rankommen aufgrund der Verbundenheit mit der römisch-katholischen Kirche, die ein normaler Politiker, Herrscher, König, wie auch immer eben nicht hat. Das wäre jetzt so mein Schlusswort. Ja, danke Michael, was du mit ein paar mehr umständlichen Worten gesagt hast, war aber sehr schön eingeleitet, der Satz, die römisch-katholische Kirche und die Hierarchie der Jesuiten schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Und Genau. damit, ja, und damit möchte ich es dann auch für heute belassen. Und der Und ja. 13. war übrigens ein Mittwoch. Ah, okay. Ja gut, das war im Grunde auch anzusehen, wenn das danach dann gleich weiterging, aber ich fand die Bemerkung eigentlich nicht schlecht, nachdem ja am Freitag, den 13.1307 damals die Templer verhaftet wurden. Hätte ja mal wieder so einen Tag nehmen können. Ging ja wieder gegen die Jesuiten auch, ne?
Aber gut, danke dafür, dass du das nachgeschaut hast, Michael. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, dass die Lesung dieses Buches von Griesinger, dass die Lesung des Buches von Frederic Tapassos, Die Herrscher des Bösen, dass die Lesung des Buches Romanismus und die Reformation von Henrik Gretton Guinness oder von Michael de Semlien, Alle Wege führen nach Rom, oder von Alexander Hislop, Von Babylon nach Rom, und so weiter und so weiter und so weiter. All diese Bücher, das sind alles ganz, ganz wichtige Lesungen. Da nehme ich nichts von weg. Überhaupt nichts. Aber wer die Möglichkeit hat, der sollte mal auf meinen extra YouTube-Kanal gehen, wo ich ja immer das tägliche Seelenbrot veröffentliche, jeden Tag ein neues Video, und sollte sich mal das tägliche Seelenbrot von heute anhören. Heute, 6. Dezember 2018. Da geht es um den freien Willen. Und wie wir den eben nicht haben. Das geht ganz deutlich aus der Bibel hervor. Es gibt da viele verschiedene Stellen für. Die werden teilweise da erwähnt, teilweise habe ich sie extra in die Beschreibungsbox des Videos mit eingearbeitet. Aber das ist wieder mal ein Punkt, in dem es so deutlich wird. Wir können all die ganzen anderen Bücher lesen. Wir können uns erfreuen über ein besseres Geschichtsverständnis. Alles drum und dran. Aber wenn wir nicht an erster Stelle die Bibel lesen und die Bibel hochhalten, wenn wir nicht an erster Stelle Jesus Christus folgen und ihn leben in diesem Leben, dann sind wir verloren. Dann hilft das alles gar nichts. Von daher müssen wir an erster Stelle unsere Bibel studieren. Und von daher schließe ich mit meinen Worten: Lest eure Bibel. Maranatha.